Ihr habt mir auf Twitter eure Gaming-Setups zukommen lassen, meine Freunde. Und ich bin wirklich gespannt, was ihr da so Wunderschönes habt, meine Freunde. Ich habe unter dem Hashtag epischer Zock eure Gaming-Setups angefragt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an und gucken mal, was hier dabei ist, meine Freunde. Beginnen wir mit der ersten Einsendung von Montana Black. Der schreibt hier. Da steht Revi, du Hurensohn. Also, Digga, Kabelkanäle fehlen hier auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so bei Monte aussehen würde, wenn er keine Putzfrau hätte, Digga. No front. Wir sehen hier auf jeden Fall eine Menge alkoholfreies Bier, eine Menge Kippen. Ich glaube tatsächlich, dass das Grund ist für einen Ordnungsruf, lieber Montana Black. Den würde ich hier an der Stelle erteilen. Xbox 360 ist da. Ja, ich glaube, Digga, Monte kann froh sein, dass er irgendwann den Weg ins Internet gefunden hat, Digga. Ansonsten würde er wahrscheinlich genauso sein Leben fristen. Grüße geht raus an dich, Monte. Tanzverbot schreibt dir gerade, das habe ich dir im Vertrauen geschickt. Digga, hier steht es nochmal drauf. Habe ich aber auch gar nicht gesehen. Denn er macht das als Thumbnail und klickst in den Nacken, Marcel. Boris, du hast es erfasst. Guck mal, was hier noch drunter ist, meine Freunde. Fabian hier mit einem ganz, ganz wilden Setup, Alter. Boah, Alter, geil, ey. Wilder TV hier mit zwei Boxen und einem seltsam aussehenden Lüfter hier, Digga. Ganz, 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 ganz wild, Alter. Unnormal, ey. Sehe ich jetzt zwar keinen PC. Oh, warum nicht? Fabian, kann man machen. Head on, Digga. Oh, nur. Auch Streamer, CSGO-Streamer, auch wirklich, wirklich wild. Sieht echt geil aus. Auch hier mit der Dartscheibe nochmal. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, es ist ein komplettes Wohnzimmer dafür dedicated, ne? Hier mit einem fetten TV. Boxen auf jeden Fall hier am Start. In der Background, bisschen LED. Schönes Licht hier von oben. Not bad, Onur, Digga. Nicht schlecht, Alter. Das ist natürlich interessant. Frage, ob es in dem Raum nicht überheiß wird im Sommer oder sowas, ne, Digga. Das ist schon ein wildes Ding, oder? Chat, was sagt ihr? Romeox hier am Start mit einem absolut hässlichen Mauspad. Einem ungespielten Mauspad. Aber hier auch wieder drei Bildschirme. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Checkt ihr, warum man als Non-Streamer drei Bildschirme hat? Maximal zum Triple Wix, oder? Halbzwilling. Ohne Witz. Im Sitzsack Echo VR zocken und 3D-Models bauen. Ist so sick. Okay. Ja. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Kann man auch, glaube ich, ganz gut wixen auf diesem Sitzsack, ne? Also man kann ja auch vielleicht so ein Loch dann in den Sitzsack reinbuddeln und dann da schön reinhämmern, Digga. What the fuck are you doing? Warum nicht, ne? Warum nicht? Aber gut. Wieso nicht? Also klar. Noah, absolut, absolut, absolut nice. Not so Benson, wirklich ganz, ganz, ganz geil, Alter. Das ist wirklich ein cooles Setup, muss ich ganz ehrlich sagen. Geiler PC hier, oldschool angelehnt, echt cool, auch hier mit der Landkarte unten drunter. Auch genug Freiheit für die Maus, ich spiele ja auch immer so. Kann ich vollkommen nachvollziehen, Digga. Das ist Wolfs im Schafspelz hier auf jeden Fall. Halbgott. Oh, Digga, das ist... Oh, schau dir mal den Rechner hier an, Digga. Also, wir haben hier einen höhenverstellbaren Tisch. Dieses geisteskranke Interface, was hier jeder hat. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ihr kennt es alle. Shure SM7B. Eine fette Kamera hier oben. Elgato Light Panels. Elgato Stream Deck. Ein richtig, richtig wilder PC mit einer geilen Wasserkühlung drin. Und nochmal hier unten eine Luftkühlung. Also wahrscheinlich Prozessor- oder Grafikkühlung. Ich weiß es nicht genau. Der Bildschirm hier checke ich nicht. Wahrscheinlich ist das der Chat-Monitor, nehme ich an. Ist ein bisschen nervig. Ich habe auch schon mal überlegt, meine Kamera ein bisschen rüberzusetzen auf die Ecke. Corona hier mit einem riesigen Ultra-Wide-Screen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gar nichts mit am Hut. Kann ich nichts mit anfangen, Digga. Fühle ich persönlich nicht so, muss ich sagen. Aber jedem das seine, wenn man gut drauf zocken kann. Man muss sich, glaube ich, dran gewöhnen an so ein Ultra-Wide-Display, ne? Hab das gerade geklaut, beschreibt es aber ganz gut. Schniedelwutzi, fühle ich sehr. Direkt integrierte Kühlung hier im Kühlschrank. Ganz, ganz wild auf jeden Fall. Kann man gut zocken. Snacks sind auch direkt am Start. Ian Krause, ganz wildes Setup auch hier an der Stelle, Bro. Wirklich, wirklich nice. Fühle ich sehr, Digga. Wirklich geil, kann man überall mit hinnehmen. Hält auf jeden Fall, was verspricht. Krank, oder? Ja, Digga, ist ein solides Setup auf jeden Fall. Zwei Bildschirme hier. Hier nochmal alles schön verpixelt. Nickt hier mal, doch, kann man auf jeden Fall machen. Der PC ist jetzt vielleicht, wird wahrscheinlich ein älterer Rechner sein, aber dafür eine gute Tastatur. Eine Ducky ist es, glaube ich, sogar, ne? Why not, Digga, why not? Also ganz ehrlich, kann man auf jeden Fall mitarbeiten, Digga. Rias, mein guter Homeboy. Rias, sich auf jeden Fall einiges an Money schon erspielen können. Rias hier auch mit einer Ducky-Tastatur, vernünftigen Headset Go XLR oder auch mit einem XLR, Digga. Sehr, sehr clean hier, so richtiger Gaming-Tisch mäßig. Zwei Bildschirme, why not, Bro? Kamera ist auch am Start, Elgato Keylights, da sieht man immer, wer der Streamer ist. Hier mein Gaming-Klo, okay, ja, verstehe ich. Wenn man drauf sitzt und scheißt, ist es cool, ansonsten würde ich es nicht so fühlen. Also ganz ehrlich, wenn man kackt
und Game gleichzeitig ist es, glaube ich, absolut geil. Aber, also ich glaube nicht, dass das Klo so funktioniert. Also ich glaube, man scheißt einfach auf den Boden, Digga, und das wäre dann nicht so nice. Nö. So, das habe ich eben schon gesehen. Mit Razer Logos ist alles Zeit dafür, das neue einfach Kabel ignorieren. Kabelmanagement, ganz, ganz schlimm bei mir auch, Digga, muss ich auch mal updaten. Ich muss sowieso noch mal eine geupdatete Roomtour hier von meinem Raum machen, aber kommt, Leute, Freunde, kommt. Also, absolut wild. Razer-Logo kann man diskutieren. Das ist das neue Setup. Ich fand das alte, persönlich gesagt, schöner in der Ecke, muss ich sagen, mit der indirekten Beleuchtung. Hol dir Kabelkanäle, bevor Monte das sieht, Digga. Monte hat wirklich, also Monte gibt 200.000 Euro aus, dann will ich aber alles verkabelkanalt sehen. Ganz, ganz wild. So, hier, da habe ich direkt einen Ladyboner bekommen, Alter. Da sehe ich im Hintergrund ganz viele von diesen Amiibo-Heads, oder wie die heißen. Hier, Five Nights at Freddy's. Wunderbarer Stuhl, ist kein Revi-Stuhl, verstehe ich nicht. Hier wird ein zweites Bild. Auf Knacks angelehnt, sehr viel Overwatch-related Stuff. Hier, Fett Boobs Mauspack. Also wirklich komplett auf rosa. Hier die Ohren hier auf jeden Fall auch. Kabelmanagement, ja, es ist clean. Es ist clean auf jeden Fall. Ist das da links? Ja, Digga, also muss man, ist halt sehr, sehr weiblich, ne? Ist halt sehr weiblich, aber wenn man noch sowas steht, why not, I guess? Hier oben diese seltsame Webcam von, wie heißt die denn? Das ist Razer, die Webcam, ne? Razer Webcam. Ganz wildes Setup hier. Ich glaube auch nicht, dass du das bist, Ufrup. Standard-Skill 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier der PC. Schaltschutz 9. Ja, Digga, also Philipp. Ich verstehe immer noch nicht, warum er sich ein Krankenhaus da reingebaut hat. Aber, Digga, Standard-Skill und seine Bahnzentrale auf jeden Fall. Digga, das ist wirklich der Tower. Ah, Digga, also, ich weiß nicht, warum man... Er hat's einfach. Philipp hat's einfach, ne? Entschuldige die Unordnung. Absolut in Ordnung, Bro. Finde ich immer extrem geil, wenn man das direkt neben dem Kühlschrank hat. Kann man wirklich ganz geil mit zocken. Kann man den Müll einfach am Boden werfen. Hier auch nice mit den Scheißflecken auf dem Kühlschrank. Fühle ich sehr, Digga. Wirklich, wirklich geil. Standard-Skill auch hier nur gemacht, um 8 Pornos gleichzeitig zu schauen. Oh, Digga, das ist ein wildes At-Home-Setup. Das ist wild. Da ist jemand auf jeden Fall auch Streamer. Hat Keylights hier oben. Also man erkennt immer, wenn man Streamer ist, an dem Mikrofon und sowas. Auch hier ein fettes Interface von Yamaha. Fetter Mixer. Fetter PC hier auch. 1, 2, 3, 4 Bildschirme. Ich habe auch 4 Bildschirme. To be honest, ich nutze maximal 3 momentan und ich bin extrem erfolgreicher Twitch-Streamer. Pepega. ja, Bro, Streamcam ist besser. Ich habe für mich genug. Der schreibt hier ist 1,16 mit Colors links, die ist quasi als Raumtrainer. Fühle ich. Don Quintex Rio. Fritzel angelehnt, Digga. Auf Knast angelegt, schreibt hier Max. ist das recht zum ehemaligen? Ja, Digga, ich wollte gerade sagen, also irgendwie. Gib mir das hier. Warum liegt deine Hantel? Aber ist doch cool. Kann man cool mit zocken, Digga. Cleanes Setup. Greygasm auf jeden Fall, Digga. Clean. Also, I feel it, Digga. Feel it. Ich will nicht wissen, was hinter diesen Türen ist, Bro. Muss erst ausräumen. Ja, Digga, hier ist einfach ein Samsung-Phone. Trimax Setup auf jeden Fall. Ja, warum nicht, Digga? Normales Gaming Setup. Kann man zum Zocken benutzen. Digga. Ey, sexy as hell. Also, ich bin ja eigentlich kein großer... Digga, was ist das für ein PC? Ich bin ja unser Setup hier mit dem auf Kommunismus angelegt. Ich bin kein großer RGB-Fan, ne? Aber das sieht sehr, sehr geil aus. Also ganz, 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 ganz wildes Ding. Da hat jemand ordentlich Kohle reingesteckt. Allein der Prozessor teurer als mein Auto. Das war ein Witz. Mein Auto kostet 210.000 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das immer wieder erwähle. Ganz, ganz wilder Flex hier. Und wenn du die streamst, Junge, und nur zockst, dann will ich auch hoffen, dass du auf jeden Fall ein paar Wins in Fortnite gezogen hast, Digga. Auch wild. Hier mit dem HyperX-Mikrofon. Glaube ich, so zum Privatzocken. PC hier vorne. Natürlich auch nochmal alles gedämmt. Ich sehe keine Facecam. Könnte Streamer ohne Facecam sein. PC. Hier auf der rechten Seite hier vorne. Eine gute 8 von 10 auf jeden Fall. Was für ein Heim-Setup auch extrem wild. Ja, doch, Digga. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Da wird ordentlich gezockt. Digga, auch wild, ne? So ganz, ganz... Das ist clean. Das ist sehr, 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 sehr clean, Leute. Guck mal. Boah, wie sehr ich das fühlen würde, wenn das bei mir so clean wäre. Ei. Das ist wirklich cleanes Setup, wirklich. Ja, machbar auf jeden Fall. Kann man mitarbeiten. Kann man auf definitiver Knacksbasis drauf zocken. Also muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich direkt machen. Sieht wild aus. Ganz, ganz wild. Ich finde es ja immer so geil, wenn sowas so ganz clean ist. Guck mal hier, keine Kabel, ne? Cam hier vorne, 3 Bildschirme schön nebeneinander. Ganz wild. Ganz wild. Dave, Digga. Fühle ich auch sehr. Bisschen schwierig, glaube ich, für Multimedia, aber so. Aber sonst kann man das auf jeden Fall machen. Digga. Was ist das? Was ist das für ein Much-Setup, Digga? Was ist das, Alter? Clean. Absolut clean, Digga. Absolut clean. Genug Platz ist hier. Platz für die Beine auch. Hier sind ordentlich Pissflecken drauf, Digga. Oh,
Der, also ganz, 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 ganz peinliches Ding. Aber gut, warum nicht? Mal jeden was seine, ne? Macht Raffi. Sandra hier mit einem wilden Setup auch. Ganz grün, auch wieder schön cleanes Kabelmanagement hier. Zwei LEDs, dazu eine Webcam, schönes Quad-Core, glaube ich, ist das, ne? X-Racer am Start für den Real Talk. Nicer PC, nicht schlecht. Simfinity, Digga, also... Ich hätte nicht gedacht, ich bediene euch Max Sims, okay? Wieder viele Frauen hier in der Community. Das ist geil. Ich finde das cool, dass wir alle eine Passion haben, nämlich Gaming. Finde ich sehr, sehr geil. Hier auch wieder diese Nanoleafs, ganz wichtig. Elgato Keylights, Camlink wahrscheinlich oder sogar anderes Ding. Vielleicht sogar Capture Card eingebaut. Nicht schlecht. Geil, Digga. PC Master Race, du sagst es, Bro. Da kommst du auf jeden Fall mit dem Recall. Recht? Ja. Doch. Ja. Ja. Mhm. Ja. Digga. Nicht schlecht, Bro. Clean. Bisschen Kabelmanagement, Drucker. Der macht auf jeden Fall immer seine Steuererzählung, Digga. Das von Don Balbano. Auf jeden Fall ist das von Don Balbano, Digga. Hier auch sehr viele mit wirklich wildem Kamerasetup und sowas hier, ne? Ich weiß, es gibt noch mehr Bilder, aber auf die Gefahr hin, dass, ne? Reden wir nicht drüber. Würde ich sagen, meine Freunde, ich kann mir nicht alles reinziehen. Vielleicht schaue ich mir noch mal ein paar Offscreen hinterher an. Verkehrt. Nicht verkehrt, Digga. Auf jeden Fall eine wilde Community hier. Chaoskuchen 33, dankeschön dafür. Und, ja, Leute.